Hallo, ihr Lieben, ich wollte gerade guten Morgen sagen, aber es ist kein guten Morgen mehr. Wir haben schon 1 Uhr. Und ich wollte euch mal was zeigen. Moment mal. Hallo, kleiner Mann. Jetzt kannst du wieder raus aus dem Bett. Genug Musik gehört. Oh, Baby. Ich zeige euch jetzt mal im Spiegel. Tada, unser Outfit. Und dreimal dürft ihr raten, was die Lieblingsfarbe von mir und von meinem Freund ist. Mein Freund läuft auch den ganzen Tag immer in Grau herum und ich habe das Gefühl, wir ziehen den Lias nur noch in Grau an. Richtig schlimm, oder? So, einmal Baby-Outfit of the Day. Er hat hier wieder diese Puh-Socken an. Ich liebe die einfach so sehr. Ich habe ja mehrere davon. Die sind, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube aus dem C&A gewesen. Zeig mal, dein Fuß, Disney. Ja, ich glaube, das ist vom C&A. Die Hose ist auf jeden Fall vom C&A. Ich weiß gar nicht, ob die auf einem Set war, keine Ahnung. Der Pulli ist von Primark mit Cool. Und das Lätzchen ist auch von Primark. Das ist das, was ich euch jetzt vor ein paar Tagen gezeigt habe. Gestern, vorgestern, ich weiß es gar nicht mehr. Dass wir uns ein Set in Blau geholt haben. Und das hier ist mein OOTD. Ich habe hier einfach ganz stinknormale schwarze Sneakers an. Das ist die Hose, die ich von Primark geholt habe. Die ist einfach so gemütlich. So ein bisschen High-Waist, also gefällt mir richtig gut. Und das... Oder dieser Pulli, den hatte ich euch ja in einem About You Haul gezeigt. Ansonsten Calvin Klein, ich glaube, muss man nicht sagen. Boah, ich habe hier seit ein paar Tagen so einen kleinen Pickel. Das tut so weh. Jeder, der hier schon mal einen Pickel hatte, der weiß, wie sehr es weh tut. Und ich kann den immer komplett ausdrücken. Also da kommt jede Menge Scheißdreck raus. Und dann ist es aber auch wieder gut. Das ist jetzt nur ein bisschen gerötet, weil ich es gerade eben erst gemacht habe. Und dann ist er weg und dann kommt er so ungefähr alle 1,5 Wochen wieder. Das geht jetzt schon eine ganze Zeit lang so richtig. Es nervt mich. Ja, ich hatte heute eigentlich einen Wimpernauffülltermin. Die sind ja schon ein bisschen ausgefallen, aber es ist noch genug da, sagen wir es mal so. Ich habe den Termin jetzt allerdings abgesagt. Ich werde meinen Wimpern jetzt mal ein bisschen Ruhe gönnen und werde meine Wimpern erst wieder kurz vor der Taufe auffüllen, also in so 5 Wochen ungefähr. Genau, den Termin habe ich jetzt gerade abgesagt und mal gucken, wann mein Freund heute nach Hause kommt. Also er wollte ja sowieso früher kommen wegen meinem Termin, aber er hatte eigentlich auch noch 2, 3 Sachen zu erledigen. Sein Handy spinnt ein bisschen, müsste eigentlich in den Apple Store gehen. Mal gucken, ob er das macht. Ich muss nämlich, ich sehe es jetzt auch gerade in der Kamera, das ist einfach so krass, ich muss unbedingt meinen Ansatz färben. Das sieht aus, als ob ich voll die krasse Stirn hätte, weil einfach meine Haare schon wieder so rausgewachsen sind. Ich habe die ja ein oder zwei Tage vom einen Tag vom Urlaub gefärbt. Ja, das ist jetzt schon eine ganze Zeit lang her und meine Augenbrauen haben es definitiv richtig, richtig nötig. Ja, mal gucken, ob ich es vielleicht heute hinbekomme. Ich nehme es mir jeden Tag vor, seitdem wir wieder aus dem Urlaub da sind. Ja, Baby, jeden Tag, aber irgendwie, ich weiß auch nicht. Heute ist ja das große Jeremy's Next Topmodel Finale, das möchte ich mir auf jeden Fall antun. Bin ich sehr gespannt drauf und gestern lief ja dieses Bachelor-Geschichte. Das ist irgendwie so wie so ein Unfall. Man kann, irgendwie denkt man sich jedes Mal, wenn man das schaut, so, oh Gott, was für ein Schwachsinn. Warum verschwendest du deine Zeit mit dem Müll? Und dann ist aber auch wieder so, dass man nicht weggucken kann, weil man sich denkt, so, oh Gott, was eine krasse Telenovela. Was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Also das ist, da haben sie schon mal wieder was ausgedacht, echt. Ja, wir haben jetzt vor, wir zwei hier, wir werden jetzt zu uns in, oder was heißt zu uns, wir wohnen ja nicht mehr in Griesheim, aber in ein Griesheim Center werden wir fahren, so heißt dieser Center, da wo auch mein Sportstudio ist. Genau, ja, da werde ich hinfahren und zwar möchte ich oben zum Kick und zum Teddy einfach ein paar Sachen für die Taufe noch besorgen, habe ich ja aber schon jetzt tausendmal erwähnt, das möchte ich heute mal machen. Okay. Du auch? Kommst du mit? Und dann möchte ich nach unten noch in den Rossmann gehen. Und zwar in allererster Linie, um für die Katzen deren Topping zu kaufen. Dieses, wie heißt denn diese Soßen einfach, um das auf den Trockenfutter drauf zu machen. So rum. Genau, die mögen das ja sehr, sehr gerne. Und das ist jetzt so nahezu leer. Deswegen möchte ich das mal wieder kaufen. Was ist denn los, mein Herz? Genau. Also die drei Sachen möchte ich auf jeden Fall erledigen in diese Shops. Dann, je nachdem, ob ich lustig bin, möchte ich bei meiner Mama kurz vorbeischauen. Und eigentlich auch nochmal, weil neben dem Griesheim Center ist direkt ein Aldi und wir bräuchten mal so ein paar Sachen. Also von meinem Freund, sein Aufschnitt ist komplett leer, Brot ist fast leer. Ja, also so ein paar Sachen würde ich dann schon doch gerne einkaufen. Ja, mein Schatz. Und meine Schwester hat auch noch gerade gesagt, ihr könntet ja mal vorbeikommen. Vielleicht machen wir das dann auch noch auf dem Rückweg.
Keine Ahnung, mal gucken, aber ich lege jetzt erstmal los. Mhm. Das Ding ist gerade, es ist total die blöde Uhrzeit, loszugehen. Aber wenn ich das noch auf später verschiebe, ist total doof. Der Lias hat nämlich vor 2 Stunden seine Flasche bekommen und seit 2 Stunden ist er auch wach. Und so nach 2, 3 Stunden, nach 2 Stunden eigentlich, sollte er eigentlich mal schlafen gelegt werden. Aber ich werde jetzt einfach die Manduka mitnehmen, die Baby trage, und ihn mir vorne reinsetzen und dann wird er einschlafen. Gell, Baby, dann wirst du einschlafen. Ja, und hoffentlich werden wir alles in 2 Stunden erledigt haben, dass wir dann ganz in Ruhe bei meiner Schwester oder hier zu Hause ihnen dann die Flasche geben können. Ich werde einfach mal eine Flasche mitnehmen, vorsichtshalber, aber ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal los und je nachdem, wie ich es hinbekomme, nehme ich euch mit. So, im Griesheim Center angekommen. Der Kleine ist jetzt gerade schon im Auto eingeschlafen gewesen, aber jetzt wieder wach. Ich hoffe, der schläft gleich wieder ein. Ihr glaubt nicht, was ich zu Hause vergessen habe. Das ist mir noch nie passiert. Sein Schnulli. Also wenn er mal anfängt zu meckern und er dann sein Schnulli kriegt, dann ist er sofort leise. Ich bin gerade unterwegs ohne Schnulli. Ich habe gerade das ganze Auto abgesucht. Ich habe auch keinen Ersatz dabei. Ich weiß nicht. Ich habe einen Ersatzschnulli immer in meinem Rucksack. Aber ich habe keinen Rucksack mitgenommen, sondern einfach hier so einen Jutebeutel und habe da meine Sachen reingeschmissen, die ich brauche. Also ich hoffe, es geht alles gut. Sonst fahre ich direkt wieder nach Hause. Ohne Mist. Naja, ich bin jetzt hier beim einmal da hinten ist Kick. Hier ist Teddy, habe ich euch ja schon oft genug gezeigt. Und schau mal, ob ich jetzt hier ein paar Sachen finde, die ich noch suche. Genau. So, Lias ist mittlerweile eingeschlafen. Ich habe einiges beim Kick und Teddy gefunden. Habe hier ein bisschen was in der Tüte. Bei weitem nicht alles, was ich gesucht habe, aber ein bisschen was zumindest. Und jetzt geht es hier unten noch in den Rossmann rein. Hallo ihr Lieben, ich melde mich mal wieder von zu Hause mittlerweile schon. Ich weiß gar nicht, wann ich mich das letzte Mal bei euch gemeldet habe. Ich war auf jeden Fall im Teddy gewesen, im Kick gewesen. Danach war ich im Rossmann. Nach dem Rossmann bin ich zum Aldi gefahren, habe mehr eingekauft, als ich wollte. Ich mache gleich mal einen Haul, einfach komplett alles. Dann war ich nochmal kurz bei meiner Mama und dann habe ich so viel eingekauft gehabt, dass ich meine Schwester gerade gebeten hatte, dass sie mal rauskommen soll und mir helfen soll. Und die war jetzt gerade hier gewesen. Der Lias hat endlich sein Essen bekommen. Es war wirklich so allerhöchste Eisenbahn. Der hatte schon richtig schlechte Laune. Ja. So, jetzt zeige ich, es sind auch 2 Pakete gekommen, weil in der Zeit, als ich weg war, habe ich extra was an meinen Briefkasten geklebt, dass die Pakete dann bei meiner Schwester abgegeben werden. So, jetzt erst einmal kurz die Food-Sachen, damit ich die endlich mal wegräumen kann. Und zwar möchte ich gern am Wochenende Wraps machen. Mein Freund isst es sehr gerne und deswegen einmal Salat brauchen wir immer dafür. Tomaten. Gurke. Dann für unsere selbstgemachte Pizza diese Mini-Mozzarella. Und mit der Mini-Mozzarella machen wir auch immer noch Paprika und Tomaten drauf. Das habe ich aber noch im Kühlschrank. Dann hatten sie aktuell meinen Joghurt nicht, den ich sonst immer kaufe. Deswegen habe ich jetzt mal die hier einfach geholt, einfach Vanille. Dann das Brot, was mein Freund gerne isst. Dann habe ich hier nochmal so einen Salat mitgenommen. Das hatte ich das letzte Mal schon mitgenommen, aber ich hatte keine Zeit, einen Foodhaul abzudrehen. Mag ich ganz gerne das Pasta-Salat. Da sind auch, also da ist Käse mit drin, dann einfach so ein Blattsalat und ein paar Nudeln. Und Käse ist da mit drin und Joghurt-Dressing. Das habe ich letztens, weil es ist viel zu viel, das habe ich mit meinem Freund mir geteilt. Und haben wir noch Brot dazu gegessen, es hat super geschmeckt. Einfach so als, wenn man nicht viel Hunger hat, nachmittags oder abends haben wir es, glaube ich, gegessen. Abends, ja. Dann für die Wraps, also für die Soße, ich habe noch Tomatensoße hier, aber Rindfleisch. Dann zweimal die Wraps an sich. Dann habe ich direkt zweimal, weil wir es einfach sehr gerne und sehr oft uns machen, Pizzateig mitgenommen. Der muss dann nur noch ausgelegt werden und so ein bisschen platt gedrückt werden. Da ist auch eine Tomatensoße mit dabei, also mega. Dann ist auch mein Brot fast leer. Ich kaufe ja immer den gleichen hier mit den also Sonnenblumenbrot einfach. Und dann habe ich zweimal Käse mitgenommen, weil es gerade im Angebot war. Das ist der, der mein Freund gerne isst, Junger Gouda. Habe ich 2 Stück mitgenommen. Dann einmal Putenbrust und einmal, oh Gott, es fällt hier gleich alles um. Einmal Putenbrust und einmal Hähnchenbrustfilet. Genau, und dann noch einmal Leberwurst in dieser tollen Verpackung. Und das war's. Mehr habe ich nicht gekauft. Es ist schon länger, dass ich keine Süßigkeiten und Co. mehr kaufe. Also bei den letzten Einkäufen auch nichts. Das Einzige an Süßigkeit sind Joghurts. Genau. So, oder?
zeige ich euch jetzt noch schnell den, oder beziehungsweise ich räume erstmal kurz die Lebensmittel ein und dann melde ich mich gleich mit den anderen Sachen, die ich im Teddy Kick Rossmann gekauft habe. Bis gleich. So, weiter geht's. Oh, Moment, ich setze mich mal mit euch nach unten, weil ich kann nicht mehr. So, Dalle? Ja. Mami ist kaputt, gell? Von Schlepperei hier. Du bist so schwer geworden. So, jetzt einmal die Sachen, weswegen ich ja in den Rossmann gegangen bin. Das ist das für die Katzen. Da habe ich wieder 8 Packungen mitgenommen. Das sind diese Schleckerli heißen die. Da sind verschiedene Sorten immer mit drin. Einmal Leberwurst, einmal Käse und einmal Lachs und Hähnchen. Genau. Also 8 Mal. Was ist denn los? Dann habe ich... Moment, ich zeige euch erstmal die Sachen vom Rossmann. Habe ich von Baby den Spülreiniger mitgenommen von Frosch. Der ist nämlich fast leer und der war gerade im Angebot in der App. Genauso wie wenn man 2 Gläschen Hip mitnimmt, gab es auch einen Rabatt von Blabla, schieß mich tot. Habe ich einmal hier schon die nächsten Gläschen mitgenommen. Einmal Gemüse allerlei, wo alles Mögliche drin ist. Und einmal Frühkarotte mit Kartoffel. Genau, das sind ja sozusagen diese nächsten Steps dann, bevor dann auch noch das Fleisch und so dazu kommt. Dann habe ich einmal von Hip Bio-Fenchel-Tee mitgenommen. Da habt ihr mir auch ganz viele Ratschläge geschickt, was soll man trinken, was nicht. Habe ich auch ein bisschen belesen. Also ich habe ja den Früchtetee schon hier und jetzt habe ich nochmal Fencheltee dazu gekauft. Und ich glaube, dass das schon war aus dem Rossmann. Genau. Jetzt muss ich mal kurz Baby ruhig kriegen und dann zeige ich euch die restlichen Sachen noch. So, weiter geht's. Baby schläft zwar noch nicht ganz, aber der wird bald schlafen, weil der war jetzt die ganze Zeit mit mir unterwegs. Deswegen, joa. Im Kick habe ich nur Kuchen... Wie heißen die denn? Kuchenheber, so rum. Kuchengabel wollte ich gerade sagen. Kuchenheber gekauft und zwar 4 Stück. Wir werden viel mehr Kuchen haben, aber ich hoffe mal, dass die vielleicht dort auch mal 1-2 Heber haben. Ich werde meiner Mutter mal sagen, dass sie mal einen mitbringen soll oder meiner Schwester. Aber ich habe jetzt einfach mal so ganz simple mitgenommen für 1 Euro und dass da auf jeden Fall mal was da ist. Vielleicht gibt es auch manche Kuchen, die man mit einer Gabel nehmen kann, aber gerade die Sahnetorten, die ich ja bestellt habe, die sollte man schon mit so einem richtigen Heber rausholen, sonst fliegt einem alles um die Ohren. Die haben 1 Euro gekostet, deswegen habe ich gedacht, ich nehme mal 4 Stück mit. Dann habe ich hier 2-mal solche Zahnstocher mitgenommen. Einmal mit Schmetterling drauf, einmal mit Blumen drauf. Das ist das, wo ich gesagt habe, ich würde halt gern irgendwas haben, was halt schön ausschaut. Ich habe nichts anderes gefunden, was mir annähernd so gefallen hat wie die. Alles andere war irgendwie doof. Da gab es noch welche mit Fahnen und sowas, aber irgendwie fand ich das unpassend für eine Taufe. Da möchte ich dann halt eben diese Cherry-Tomaten und so weiter alles so ein bisschen aufspießen. Dafür habe ich die geholt. In jeder Packung sind 20 Stück drin. Dann habe ich 40 Stück. Ich denke, das ist in Ordnung. Dann habe ich tatsächlich aber nicht für die Taufe, sondern mal für mich zu Hause mal neue Strohhalme gekauft. Ich brauche dann nämlich ganz, ganz dringend mal welche. Die sind mir hier alle leer gegangen. Dann auch für die Tischdeko, wo ich dann, ich habe ja so Gläser gekauft, wo ich auch Kerzen reinstellen werde oder auch Blumen. Und da habe ich jetzt mal so Deko-Sand geholt. Und zwar nicht das ganz Feine und auch nicht das ganz Grobe, sondern hier so kleine Steinchen einfach in Weiß. 3 Stück. Ich habe keine Ahnung, wie ich hinkommen werde. Wir wissen ja immer noch nicht, also am Sonntag haben wir ja das Gespräch. Wir werden hoffentlich bald erfahren, wann wir den Schlüssel bekommen werden. So. Schnulli-Alarm. Ja, wir wissen immer noch nicht, wann wir den Schlüssel bekommen, ob wir den Samstag oder Freitag schon bekommen. Und es ist aber egal, wann wir den bekommen, ob wir Freitag oder Samstag bekommen. In der Nähe von der Kirche gibt es nämlich einen Teddy. Und der hat eben diese ganzen Sachen. Das habe ich ja jetzt auch aus dem Teddy gekauft. Und im Notfall, das ist halt echt, das ist gut, im Notfall können wir halt echt dann nochmal in Teddy gehen und Sachen kaufen, wenn wir wirklich nochmal extrem was brauchen. Ich habe jetzt hier nochmal Luftballons mitgenommen. Ach übrigens, die Luftballons, die ich euch gestern gezeigt habe, die habe ich heute Morgen jetzt zurückgeschickt. Ich habe die gestern Abend mal mit denen, die ich im Keller hatte, verglichen und es waren genau dieselben. Haargenau dieselben. Die sind halt sehr dunkel. Ich dachte, ich hätte jetzt mal ein paar hellere bestellt, aber die sahen halt ganz anders aus als auf dem Foto bei Amazon. Das habe ich auch als Begründung angegeben und ist jetzt direkt heute Morgen schon weggeschickt. Genau. Jetzt habe ich hier für 1 Euro nochmal solche 4 Luftballons mitgenommen in so Herzform. Ich habe schon welche, aber kleiner. Das sind jetzt so viel, viel größere.
Genauso wie diesen Ballon, den fand ich irgendwie cool, der heißt magischer Ballonball. Der ist angeblich aufblasbar bis zu 50 Zentimeter. Das habe ich halt gedacht, so in die Spielecke für die Kinder dann zu machen. Das ist bestimmt eine kleine Attraktion. Der ist auf jeden Fall auch sehr dick und sehr, also da kann man eine Menge aufpusten. Ich habe den mir hier in Blau mal mitgenommen für 2 Euro. Dann habe ich zweimal noch diese Pompons mitgenommen. Die sind sehr groß, also die sind jetzt einmal eingeklappt, die werden hier noch einmal aufgeklappt. Also sind 40 cm lang in so einem schönen dunklen Türkis und dachte ich, nehme es direkt zweimal mit. Es gab es auch nur zweimal und es gab auch nur diese 3 Farben, also Pink, Grün und diesen Türkis. Das Grün passt halt überhaupt nicht mit rein, das ist zu neonhaft und das Pink schon gar nicht. Deswegen, sonst hätte ich sie mir vielleicht noch in Weiß oder so mitgenommen. Aber zweimal ergattert, kosten 1 Euro das Stück. Und dann habe ich an der Kasse hier von Arizona, gibt es ja diese Eistees, trinke ich eigentlich gar nicht, also trinke ich, habe ich eine Zeit lang mal getrunken, immer mal wieder, weil die sind halt auch sehr teuer, da überlegt man sich das mehrmals, aber ich habe das hier gesehen mit Wassermelone und dachte mir so, okay, du kommst mit. Ja, einfach Watermelon, das werde ich in den Kühlschrank stellen, dass es schön kalt ist und dann immer mal wieder trinken. Genau, also ich trinke sowas auch nie auf einmal weg. Ich trinke da halt dann ein paar Schlücke oder mache mir mal ein halbes Glas und lasse mir das halt zum Mittagessen schmecken. Aber dass ich so ein Ding von einmal wegtrinke, mache ich schon lange nicht mehr. Ja, das war es eigentlich im Prinzip gewesen. Ja, ich werde mich jetzt gleich auch nochmal an die letzten Bestellungen für die Taufe setzen und noch so ein paar andere Sachen, die wir brauchen. Ich habe übrigens gestern die Gastgeschenke fast fertig gemacht. Also wir haben so kleine Säckchen einfach, wo wir dann Schokolinsen und Mandeln, also Mandeln mit Schokolade überzogen reingemacht haben. Das ist so typisches Geschenk mit alles, was so Feierlichkeiten auch um Hochzeit, an der Hochzeit und sowas macht man das auch gerne als Gastgeschenke. Und ich habe das jetzt auch schon bei mehreren Taufen gesehen. Also es ist ein ganz, ganz typisches Gastgeschenk. Man macht normalerweise 1, 2, 3 Mandeln rein. Ich glaube, ich habe bei jedem Säckchen, am Anfang hatte ich, glaube ich, nur 5 reingemacht und zum Schluss habe ich gesehen, ach, sind genug übrig und da habe ich 7 oder sowas bei jedem reingemacht. Irgendwie sowas. Also mehr als genug auf jeden Fall. Und ich habe gestern 110, glaube ich, Tütchen befüllt mit diesen ganzen Linsen. Nebenbei, als ich hier Bachelor geguckt habe. Oh Gott, ich bin verrückt geworden. Habe da überall noch einen Doppelknoten reingemacht, dass es nicht aufgeht. Ja, und dann habe ich ja jetzt die ganzen Kärtchen noch, die dann da dran gefummelt werden müssen. Boah, Leute, ich habe gar keine Lust. Das wird meine heute, also es wird heute Abend zum Germany's Next Topmodel Finale meine Beschäftigung, dass ich überall an diese ganzen Säckchen dann diese Schildchen dran fummle und dann irgendwann Anfang Mai müssten Stickers kommen und die Stickers kommen dann auf diese Schildchen drauf und da steht dann schön, dass du da bist, Lias und sein Taufdatum. Genau. Was eine Action, ohne Scheiß. Achso, eine Sache ist noch gekommen gestern. Das ist gestern noch gekommen, habe ich dann aber nicht mehr abgefilmt. Das ist auch einer der Taufanzüge. Jetzt mal kurz. Das ist so süß. Im Prinzip sieht es genauso aus wie, wie der andere Anzug. Also gerade von der Hose her oder dass es halt oben hier so einen Sakko hat. Auch, dass es hinten keinen Sakko hat sozusagen. Also doch. Oh, sehe ich jetzt erst. Also es ist ein richtiges... Oh, das ist nicht wie bei dem anderen angenäht, sondern das ist ein richtiges Sakko. Ach, wie süß. Und hier ist halt eben so ein, keine Schleife mit da. Also bei dem anderen ist es ja eine Schleife und hier ist es halt so eine richtige Krawatte sozusagen. Richtig süß. Oh mein Gott, sieht so niedlich aus. Und auch von dem Muster hier mit diesem geschnörkelten sozusagen. Richtig hübsch. Also das ist auf jeden Fall auch ein großer Favorit. Wobei ich sagen muss, vom Material her, es ist halt sehr weich. Ich kann mir vorstellen, dass es aber vielleicht zu dick sein wird. Da ist das andere nochmal so vom Stoff her ein bisschen dünner. Ja, da weiß ich noch nicht. Aber wir warten noch auf das dritte und dann werden wir uns entscheiden und auch die Sachen mal kurz anprobieren und dann werden wir uns entscheiden. Voll süß. Also wirklich. Dann sind gerade noch, habe ich ja schon gesagt, 2 Pakete angekommen. Ich bin so kaputt, unglaublich. Wir haben 4.30 Uhr. Ich bin völlig fertig. Ich habe auch richtig Kopfschmerzen. Ich habe extremen Hunger. Oh mein Gott. So, einmal ist dieses Päckchen angekommen, wo ich jetzt gerade gar nicht genau weiß, was das überhaupt ist.
Weil ich habe momentan so viele Bestellungen offen. Ah! Gerade davon gesprochen. Der dritte Anzug ist da. Oh, wie cool. Okay. Ich versuche das hier gerade mal rauszuholen. Sehr cool. Dann können wir uns heute dafür entscheiden, nämlich. Also der hat jetzt auch so einen Stoff wie der erste Anzug. Einfach so, so wie ihr es von den erwachsenen Klamotten kennt. Also so ein Blusenstoff halt einfach, weil das andere hat eher so einen dickeren Hosenstoff und das ist halt so richtiger Blusenstoff. Das gefällt mir schon mal jetzt ganz gut. Ansonsten ist hier auch wieder einfach Hose, Hemd, wobei das Hemdchen ist sehr lang, also das müsste man auf jeden Fall in die Hose reinstöpseln. Die anderen sind ein bisschen kürzer gewesen. Okay, ansonsten auch hier wieder mit einer Fliege. Und hier sind jetzt diesmal solche... Ja, so ein Muster halt, ihr seht es ja. Also vom Muster her gefällt mir die Variante 2 am besten. Auch die Krawatte finde ich richtig süß, auf jeden Fall. Die Hose gefällt mir dort eigentlich auch am besten, wobei die Hosen sind eigentlich alle gleich. Relativ, nur vom Stoff her muss man halt eben schauen. Das hier ist auch jetzt so samtig und hier ist so richtiger, also das ist richtig qualitativ hochwertig, muss ich sagen. Fühlt sich richtig gut an, aber vom Aussehen her, von der Weste, gefällt mir das jetzt am wenigsten von den, also im Gegensatz zu den anderen beiden. Ach, und hier war noch die Mütze mit dabei, stimmt. Das hatte hier noch die Mütze mit dabei, gerade wenn man irgendwie draußen vielleicht ist, aber ich würde es ihm, glaube ich, jetzt nicht unbedingt anziehen. Keine Ahnung, ich werde es heute Abend mal mit meinem Freund besprechen. Da werden wir alle drei mal nebeneinander legen. Die sehen alle drei komplett gleich aus von der Größe. Das ist alles dieses 3 bis 6 Monate. Also alles Größe 62, 68. Ja. Mal schauen, wer das Rennen macht. Ich darf nur nicht verwechseln, wer in welchem Karton war. Aber gut, das kann ich mir jetzt merken. Und dann ist das dritte Paket angekommen und schaut euch mal bitte dieses Paket an, Leute. Wenn das mal nicht zerfleddert ist, bis zum geht nicht mehr. Ich werde jetzt mal den Inhalt mir anschauen, ob alles in Ordnung ist. Dieses Paket kommt vom Payback. Das sind nämlich meine WMF-Pfannen und diese Pfannen sind ja brutalst teuer. Und wenn da jetzt irgendwas dran sein sollte, auch nur die kleinste Macke, dann schicke ich den ganzen Scheiß hier zurück. Weil das ist echt heftig. Also man sieht, das Paket ist einfach nur nass geworden und deswegen kaputt gegangen. Aber da muss man doch irgendwas dann machen. Ja, das kann man doch dem Kunden nicht so übergeben. Also ich glaube, wenn ich zu Hause gewesen wäre, ich hätte es gar nicht angenommen. Aber ich glaube, der Nachbar oder meine Schwester hat es angenommen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Oh mein Gott. Okay, es sieht aber so aus, dass die... Also ich kann es euch gerade mal zeigen. Die Pakete sind ja... Also die drei Pfannen sind jetzt hier drin und die Sachen sehen jetzt hier gerade schön aus. Also da sieht jetzt nichts beschädigt aus. Gott sei Dank. Das wäre jetzt nämlich echt eine Action. So, es wäre nämlich echt eine Action, das umzutauschen. Schön, schön, schön. Ich versuche mal eins aufzumachen. Übrigens, Shellac hält immer noch. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Tage ich mittlerweile drauf habe, aber ich habe es euch ja erzählt. Ich habe es eigentlich nach dem Urlaub irgendwann gemacht. Keine Ahnung, aber ist alles noch dran und hält alles super, super fest. Okay. Das ist ja die größte Pfanne mit 28 cm und dann habe ich noch, ich glaube, 24 oder 26 und auf jeden Fall eine 20er. So sehen die aus. Die ist halt, hat diese bestimmte Beschichtung, dass man nicht viel Öl benutzen muss, finde ich halt richtig gut. Und außenrum ist die komplett, ach, das ist so genial, oh, wie schön. Ja, muss man halt echt viel putzen und der Griff ist auch komplett in diesem Hochglanz. Verchromt halt alles. Und es hatte halt eben diese spezielle Beschichtung, dass man es für alle Kochfelder benutzen kann. Vor allen Dingen für diese Induktionskochfelder. Das brauchen wir ja eben für unsere neue Küche dann. Da haben wir diesen Induktionskochfeld. Leute, ich sag's euch, ist zwar alles schön und gut, aber klar, wir werden es bestimmt lieben lernen, wenn dann alles immer schneller kocht und schnell heiß ist und so weiter und so fort. Aber dieses Kochfeld war einfach schon echt teuer und dann muss man sich auch noch komplette neue Pfannen und Töpfe anschaffen. Also, wobei ich glaube, selbst wenn wir uns kein Induktionskochfeld gekauft hätten,
kann ich mir vorstellen, dass ich mir trotzdem mal alles neu gekauft hätte. Weil die Sachen, die ich jetzt so in der Küche habe, sind wirklich Sachen, die ich immer noch benutze seit meinem ersten Auszug von zu Hause. Also klar habe ich immer mal wieder was Neues gekauft, aber im Prinzip sind es echt schon altbacken Sachen. Also 28 cm, 24 cm und 20 cm, sehr gut. Ich finde nämlich, man braucht auf jeden Fall solche kleinen. Ich mache damit nämlich immer gerne Rührei, Spiegel, also generell alles, was mit Eier zu tun hat oder irgendwelche Soßen, die ich mal schnell machen möchte und so weiter. Also, ja, ich bin zufrieden. Also ich gucke jetzt zwar nochmal in die anderen zwei kleinen rein, aber hier drinne ist es auf jeden Fall in Ordnung. Aber wie krass zerfleddert dieser Karton angekommen ist. Echt, echt, echt heftig. Ich hatte ja schon mal solche Fälle, aber das ist schon echt gut dabei, würde ich sagen. Ja, ansonsten ist bis jetzt noch nichts angekommen. Ich glaube, dass heute auch nichts mehr kommt, wobei gestern der letzte Anzug ist auch irgendwann um 6 Uhr oder sowas erst gekommen. Boah, Leute, ich bin übelst müde und kaputt. Ich mache mir jetzt was zu essen. Mein Shake. Gerade bin ich so müde, dass ich mir echt sowas Krasses an Essen reinziehen könnte. Ich habe gerade voll Lust auf was Krasses, wie sich das anhört. Ich habe gerade voll Lust auf Scheibe Brot. Gerade weil ich frisches Brot gekauft habe. Aber nein. Ich mache mir jetzt mal meinen Shake, trinke den mal, verräume die ganzen Sachen hier mal und dann werde ich mich auf die Couch begeben. Und nein, ich werde mich nicht ausruhen oder schlafen, weil Elias schläft jetzt gerade. Ich muss meine Videos fertig machen. Ich könnte gerade echt einschlafen. Ich bin übelst, übelst müde. Aber zum Schlafen ist keine Zeit. Ich muss die Schlafenszeiten von Elias immer ausnutzen, dass ich dann ganz schnell Sachen in YouTube und meine E-Mails und so weiter erledigen kann. Genau, das werde ich jetzt auch tun und dann melde ich mich entweder später nochmal bei euch. Ansonsten morgen oder im nächsten Vlog. Wir werden sehen. Ihr werdet es ja gleich sehen. Also bis dann. Ciao, ciao. So, ich gönne mir jetzt eine schöne heiße Badewanne. Mal gucken, wie lange, weil in einer halben Stunde kommt schon Jeremy's Next Topmodel das Finale. Vielleicht schaue ich es mir einfach online an. Ich brauche das gerade jetzt einfach für meine Nerven. Deswegen gönne ich mir jetzt diese geile Badewanne.